Willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen jetzt The Chaunt weiter, ein Horrorspiel für die PlayStation 5. Okay, los geht's. Komische Viecher. Ja, was geht jetzt ab? Kann ich das nur nicht benutzen. Ich weiß nicht wohin.
komme nicht klar. Wo kriege ich jetzt den zweiten Strahl her? Ich glaube da oben. Ich hätte einfach da hochgehen müssen. Nee, doch nicht. Da hinten. Der Strahl dort hoch.
hab ich's. Ist er jetzt an einem besseren Ort? Wirklich? Ich hoffe es. Bis da hoch muss ich. Wie komme ich da hoch? Glaub, sein Geist ist irgendwo da draußen. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Nicht so richtig hinterher, aber es muss wirklich sehr schlimm gewesen sein. War es. Ist es. Aber ich werde ihn zurückholen. Was meinst du? Ich hab ihn so unendlich lieb, Jess. Was meinst du mit, du willst ihn zurückholen? Ich will... Egal. Da kümmern wir uns jetzt einfach nur um das Ritual. Komische Viecher, ich habe jetzt keine Lust, Dinge aufzukommen. Was geht denn jetzt ab? Läuft hier. Da.
aber ich weiß, dass sie von diesen Firmen beeinflusst werden. Weg von mir. Es stinkt. Was geht hier ab? Ich will hier raus. Kannst du das fassen? Mehr als 50% der Lebensmittel für die Arbeiter ist Rind- oder Schweinefleisch. Sie wissen, dass Vegetarismus der Pfad zu einer reineren Transzendenz ist, doch Billy und seine Bärenfreunde vertilgen lieber halbgekochtes Fleisch. Es ist ekelhaft, ich gebe zu, dass sie die körperliche Arbeit wirklich gut verrichten. Der Gestank ist trotzdem abstoßend, ansonsten laufen die Vorbereitungen allerdings gut, ich freue mich schon drauf, dich zu sehen, Xoxo. Hey, ich muss da hoch irgendwie. Ich komme zu dir.
denn hier ab? So knapp. Das kann doch nicht sein. Hätte ich lieber das Salz geworfen, ich wollte sparen. Thank you.
mein Schatz. Nichts kann uns je wieder trennen. Kehren wir mal zurück. Deine Finger, sie sind jetzt schmutzig, Jess. Ja. Du hast nie die Verantwortung für alles übernommen. Aber du warst schuld. Ich hab's für dich getan. Hast du es auch hingekriegt?
gib dir die Schuld, Jess. Alle haben das gesagt. Okay, besser meditieren. Nicht in Ruhe. Geht weg. Ja, gerade ging's doch. Ich muss meditieren. Okay, was passiert jetzt? Dank bist du zurück. Wie geht's, Kim? Nicht besser. Wo ist Maya? Sie ist tot. Oh nein. Erst Sonny, dann Maya. Dann wird es uns auch bald erwischen. Nein. Wir werden hier wieder rauskommen, ganz egal, was es kostet. Was hat Tyler gesagt? Wegen des Rituals. Tyler ist so... so... Er hat gesagt, sein Prisma kann dazu genutzt werden, den Nebel zu kontrollieren. Und dass wir Monroes Maske brauchen. Aber woran erkennen wir die? Und wie nutzen wir sie? Das hat er nicht verraten. Er schreit nur. Ich rede mit ihm. Bist du dir sicher? Denn du musst sehr vorsichtig sein bei ihm. Er ist nämlich sehr sensibel. Hast du wirklich vor, mit Tyler zu sprechen? Ja, wir brauchen das rote Prisma, oder? Ich meine, haben wir eine Wahl? Wohl kaum. Aber Tyler, er benimmt sich seit kurzem wirklich sehr merkwürdig. Ich wollte dich fragen, ob du und Tyler zusammen seid? Es ist kompliziert, aber im Grunde genommen schon. Dank ihm bin ich ein besserer Mensch. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so endet. Ja, wem sagst du das? Aber das schaffen wir schon. Tyler, wir müssen reden. Ich versuche nachzudenken. Was willst du denn? Begründung? Tyler, wir brauchen die Maske deines Großvaters. Nur so können wir Kim retten. Hannah, was hast du ihr über meine Familie erzählt? Du sollst sie da raushalten. Hannah, warum lässt du Jess mit all dem durchkommen? Hast recht, das liegt wohl am Stress. Mach dir keine Sorgen. Es ist einfach alles so abgedreht. Jess, vielleicht findest du das Prisma. Ich stehe total unter Druck, weißt du? Hey, wo ist Jess abgeblieben? Jess, sie versucht nur zu helfen. Fast wäre jemand gestorben. Du hast gesagt, dass du unter viel Druck stehst. Das ist bestimmt schwer. Ja, ist es. Es war nicht geplant, dass es so läuft. Du findest bestimmt eine Lösung. So wie immer. Glaubst du, Jess hat Sonny und Maya getötet? Will sie mich etwa sabotieren? Hat sie das vor? Tyler, hör auf, Jess die Schuld zu geben. Sie ist die Einzige, die so mutig ist, was dagegen zu tun. Jess hört wenigstens auf mich. Und sie hat ihr Leben riskiert. Wirklich? Na gut. Hab sie falsch eingeschätzt. Sie braucht nur deine Führung, Tyler. Wie wir alle. Ja. Das stimmt. Ihr solltet okay, beide Zeit hier zu verschwinden. Tyler, diese Kreaturen, die wir gesehen haben. Und die komischen maskierten Leute. Warum hast du keine Angst vor denen? Irgendwie gehen sie mir aus dem Weg. Hat vielleicht mit meiner Familie zu tun. Es ist mein Familienerbe. Ich habe es selber noch nicht ganz verstanden.
Ich bin so froh, dass du uns beschützt, Tyler. Ich wünschte, ich könnte auch dir helfen. Jess, was hast du hier verloren? Wo kommst du her? Tyler, ich bin bald zurück. Versprochen. Jess, wir sollten gehen. Komm mit. Wo wollt ihr hin? Hannah! Hast du das Prisma? Ja, ich hab es. Er wird sauer sein. Und jetzt? Wir brauchen die Maske. Sie ist in der alten Kommune. Die alte Kommune? Was ist da? Wir waren mal eine andere Gruppe. In den 70ern. Von denen spreche ich. Tyler hat sich zu allen Notizen gemacht. Stand da vielleicht auch etwas über mich drin? Ja, Fußabtreter und 1, und? Was lief so zwischen dir und Tyler? Ich hatte eine üble Trennung hinter mir. Also richtig übel. Und er hat mir wieder auf die Beine geholfen. Zuerst ist er nur mein Lehrer gewesen, aber dann hat es gefunkt. Dank ihm fühle ich mich vollkommen. Gibt's einen anderen Weg? Das ist der Pfad des Geistes. Tyler kam hierher, um die Maske zu holen, aber eine Kreatur hat ihn aufgehalten. Bleib einfach am Funkgerät. Ich sag Bescheid, wenn ich da bin. Okay. Geräusche. Alter. Geh weg. Ich muss ja nicht gehen. Ich hau einfach ab. Ich bin müde vom Kämpfen. Ja, ich wusste halt auch nicht wohin. Vorne ist auch einer. Und jetzt?
wollt ihr da? Das ist schlecht. Was ist? Ich habe über mich und Tyler nachgedacht. Glaubst du, er hat mich nur ausgenutzt, dass ich ihm eigentlich egal war? Ich glaube, dass Tyler jeden hier ausnutzt. Ich weiß nicht, wie viel ihm an dir lag, aber du warst für ihn definitiv sehr nützlich. Ja, das denke ich auch. Alle hängen an deinen Lippen. Alle tun, was du ihnen sagst. Lüge nicht. Es ist wahr. Es ist echt wahr. Okay, Hannah, bin da. Beim Pfad des Geistes. Pass gut auf. Ich glaube, der Nebel ist dort besonders dicht. Warum rauscht es hier nur so krass? Ich muss bei Hannah bleiben. Unglaublich. Ja, und jetzt? Ach, was? Soll ich das tun? Okay. Wir machen hier jetzt eine Pause für den Stream. Danke für eure Zeit, Liebe, Licht, Frieden an alle. Ciao.